Hallo Leute, willkommen wieder zurück zu Burnout Paradise. Und ja, ich habe immer noch den P12. Der andere ist eigentlich genau dasselbe, sieht halt einfach nur etwas anders aus. Recht schade drum eigentlich. Hätte wenigstens ein Attribut in Boost besser sein können, finde ich, aber okay. Wir suchen uns wieder Rennen und versuchen zu gewinnen. Also ich natürlich. Und ja, die haben wir schon eins und los geht's. Wo geht's denn lang? Erster am Country Club im Norden. Country Club im Norden. Dann auf, würde ich sagen. Oh, wo ist es? Immer sehr, sehr genial. Aber mein Hals ist wieder so. Letzte Folge war es ja schon derbe. Aber der ist ja noch. Jetzt ist es noch schön. Oh. Oh, das war ja dasselbe Fahrzeug. Das war ein P12. Und der andere Typ 12 ist auch kaputt. Jetzt sitzen zwei. Und der andere Mann, weg ist er. Er ist auch hinter mir. Jetzt nicht mehr. Ey, das ist unfassbar. Unfassbar. Das gesehen, das habe ich echt noch nie gehabt. Dass man beim Crashen praktischerweise sich mit selbst der crasht halt. Also, wie der abgeht, Alter. Wie der abgeht. Alter Schwede, alter Schwede, alter Schwede, was ist los? Ich krieg den immer. Ich krieg den Drecksack nicht. Doch, 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 ich krieg dich noch. Tja, weil ich enger durch die Kurve fahre, du Wichser. Ah, sorry, ey. Wollte ich nicht. Hängt ja wieder gut an. Naja. 17 Siege. Wunderschön. Es neigt sich. Man merkt, es geht langsam Richtung Ziel. Endlich mal irgendwie. Wird mal Zeit hier. Am Anfang waren es ja 40 oder so. Das ist schon mal mehr als die Hälfte. Oh, warte. Da habe ich noch reinig gesehen. Oh, die Mucke ist wieder wunderbar, hä? Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt contentfrei sind im Spiel. Gerne kriegt man da mal so Urheberrechtsanweisungen. Wo man halt praktisch weiß, ey, tja, da ist da was und das ist da mal, ey. Gerade bei Videospielen. Da klagen oder klagen nicht die Entwickler oder die Publisher, nein, es sind da meistens irgendwelche anderen Firmen und ja. Naja, wenn man Partner ist, dann ist das eigentlich auch okay. Wenn man Partner bei einem Gaming-Netzwerk ist, dann ist es alles Geschichte, weil auch In-Game-Musik wird da. Dazu hat man halt die Lizenzen und der Crash gehört mit drin dazu. Und hoffentlich nochmal die Farbe lackiert. Oh komm, machen wir. Geht das überhaupt? Ja, es geht. Wer hat's gedacht? Boah, das ist so fuck wieder, ey. Der hat jetzt auch gelb. Oh, 1,6 Kilometer und kein Boost wieder. Das darf nicht wahr sein. Okay, es kommt noch eine Tankstelle vorne. Aber kann noch gut möglich sein, dass ich den auf jeden Fall noch kriege. Das muss eigentlich. Aber ich glaube, der hat selbst keinen Boost mehr. Ja, der hat keinen Boost mehr. Komm, 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 zieh, 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 zieh. Oder. Gottes Willen, nein! Ah. Warum wird es überhaupt neblig? Bei mir ist wunderschönes Wetter. Ja, okay, so wieder auch nicht. Sehr, sehr kalt geworden, fand ich. Was mir an Paradise City so gefällt, dass ich jederzeit mit meinem Schlitten durch die ganze Stadt crashen kann, ohne Knöllchen zu kassieren. Und der Witz ist, ich kriege noch Showtime-Punkte dafür. Das Leben könnte nicht schöner sein. Ja, Tomika, ist gut. Also zum Crystal Summit Observatory im Nordwesten. Also ein göttlicher Weg wieder. So ein göttlicher Weg. Das ist der Hammer.
Oh, doppelter T-Bone Takedown eigentlich. Also der Hammer. Das sieht man auch nicht alle Tage. Und gleich einen Takedown dazu gekriegt. Sehr göttlich. So. Der kriegt da noch mal einen auf den Deckel. Fuck. Revenge! Ich fand die Revenge Takedowns in Burnout 3 um einiges besser. Ich weiß nicht, das sah einfach um einiges besser aus. Das war. Wie kann man sagen, irgendwie, da hat man da noch richtig drauf gelegt, diesen Drecksack wirklich zu takedown. Oh fuck, Alter! Diesel-Van, du! Auf jeden Fall hat man es dann echt nochmal drauf angelegt und ja, das hat man auch angezeigt bekommen, wer das war, jetzt sieht man es ja gar nicht mehr. Es geht einfach wirklich um Schnelligkeit und halt takedown, falls möglich ist und ja. Aber die anderen hieß es, ey, du musst den platt machen, Alter. Du kriegst die Punkte. Und hier ist es echt nur fahren dein fucking Leben und crash dich kaputt. Das Auto ist voll anfällig, ja, crash. Alter Schwede. Oh, das war böse. So, wir kommen auf jeden Fall ein bisschen näher. What the hell? What? Fuck. So, scheiße, knapp wieder hier. Fuck, das darf doch nicht wahr sein. Oh, guckt doch mal wieder den Zerrissenen wieder. So, manchmal, ey, wirklich. Die Gegner sind gar nicht mal so schlimm, wenn man es mal so betrifft. Also wenn sie mal ihn anschucken und crashen oder in andere Autos hineinrasen und dann uns verhindern, ist man eigentlich zum größten Teil, bin ich zum größten Teil selbst verschuldet, um ehrlich zu sein. Aber wir haben es geschafft hier. Jetzt geschafft. Mal wieder. So, wie lange nehmen wir denn auf? 9 Minuten und 2 Siege. Oder 3? 2. Und wir sind wieder scheiße weit weg hier. Ja, okay, ich fahre jetzt auch noch, weil ich zu langsam bin. Gut, jetzt suchen wir wieder Rennen, das ist alles Übliche natürlich, also nichts Neues. Wird sich auch nicht viel ändern, denke ich mal, eigentlich gar nicht. Das Wetter vielleicht hoffentlich doch mal. Wir fahren jetzt mal mit da entlang, da ist aber nichts anscheinend. Ich bin auch noch nie lang gefahren, glaube ich mal zurück. Immer nur in die andere Richtung. Weil das ist eine Kreuzung und das ist auf jeden Fall irgendwas. Ja, im Rennen. Ja, siehste. Sei als Erster am Crystal Summit Observatory im Norden. Okay, wieder zurück. Versus Rennen. Nike. 3,5 Kilometer. Wirklich 3,5 Kilometer? Naja. Also normalerweise einmal einen Takedown geben und dann hat sich's erledigt. Wenn da nicht irgendwelche Fallen wären oder irgendwas anderes. Es gibt keine Fallen, aber ich meine halt Gräben, so wie gerade eben. Wo ich fast hineingeflogen wäre. Oder andere Fahrzeuge, die vor uns rumgammeln. Und wir dadurch das Rennen verlieren. Oh, warte. Wo ist der? Wo ist der doch? Der müsste uns doch neben uns sein. Ist der auf der Karte? Wo ist der hin? Der war gerade
auf der Karte gleich neben uns. Und weg ist er. Ganz, ganz komisch, Leute. Naja. Wir haben auf jeden Fall gewonnen. Was interessiert's? So, das haben wir auch gewonnen. Jetzt gucken wir nach der nächsten Kreuzung. Fahren wir doch mal schönerweise dauernd lang. Naja, das machen wir jetzt. Dann. Ah, das war ein scheiß Drift. Das war so scheiße. Vorne ist auch noch was. Ich glaube, ein Marketman Event. Ah, nee, ein Stuntrennen. Aber okay. Finde Stunts und erziele Punkte, um die Punktvorgabe zu erfüllen. Vorgabe, okay, dann machen wir mal. 75.000. Diesmal schaffen wir es. Oh, das ist gute Anfänge hier. Extrem gute Anfänge. Für Smash zählt auch. Okay. Oh, ich hab dauernd sowas im Hals. Das ist so schrecklich, Leute. Nein. Ja. Ach, zieh mal einen an. Wow. Für auf der Gegenfahrbahn zu fahren, bringt anscheinend nichts. So, das ist... Oh, Rampe. Und ich war voll dran vorbei. Was ist mit da? Oh. Was haben denn überhaupt Autos zu suchen, Alter? Industriegebiet, Hafen, Teil. Ne, das ist ja, ich bin so langsam. Haben wir schon auch noch Angst, aber das war eine Crash. Alter Verwalter. Oh ne. Ey, ein Ding nach dem anderen. Scheiße. Boah, Gott. Vielleicht mache ich mir einfach viel zu Sorgen, zu crashen. Einfach mal fahren und einfach drauf, wie nichts wäre, aber weiß nicht. Was kriegst du jemals gebacken, ey? Ich habe früher Millionenbeträge gemacht. Millionen. Und das ist ohne Witz, ich bin da quer durch die ganze Stadt gefahren und trotzdem Millionen einkassiert. Eine Barrel nach der anderen gehauen. Und hier Crash nach Crash. War hier wieder fast. Oh fuck. Kein Boni. Verdammte Scheiße. Ah, Multiplikator. Oh, oh, lass das. Boah, ich hab grad so geschwitzt. Boah, das sind wir auch noch nie lang gefahren, glaube ich. Ich bin jetzt wirklich auf Nummer sicher, ganz ehrlich. Voll auf Nummer sicher. Smash bringt Punkte und ich kassiere ich doch gerne ein.
Das sind wir auch. Ne, das sind wir schon lang gefahren. Das zählt aber 10-mal dreifach, herrlich. Scheiße. 5000 fehlen noch. Ich möchte alle Fahrer da draußen daran erinnern, nach Rampen und Sprüngen Ausschau zu halten, um ein bisschen Würze und Schwung in ihre Show zu bringen. Es hat echt nicht mehr viel gefehlt, Leute. Nicht mehr viel gefehlt. Ich bevorzuge es, mich an die Spitze zu kämpfen. Also nehme ich mir immer die stabilste Karre. Deshalb bin ich auch in Stunts so mies. Mit meinem Krieger Pioneer eine Barrel Roll hinzukriegen, ist nicht gerade einfach. DJ Atomica, Crash FM. Egal, wir machen wieder Rennen. Was soll's? Was soll's? Rase zur Naval Yard im Südwesten. Gut, fahren wir da überhaupt richtig? Wow, wir fahren gar nicht richtig. Hallo, geht's noch? Also Naval Yard liegt in der anderen Richtung, also dann müssen wir erstmal richtig schauen hier. Also, hallo. Naja, auf jeden Fall, wir sind auf dem richtigen Weg, auch wenn er von der Kilometerzahl, also der längere Weg ist, aber auf jeden Fall der einfachste und beste Fahrweg, finde ich. Gerade mit den kleinen Abkürzungen noch so sehr effektiv. Und ich habe keinen Boost mehr, habe ich gerade gemerkt, und drücke weiter auf A. Sehr genial. Ja, scheiße war's. Und da vorne sind sie und ich wäre sowas von in Führung gegangen. Scheiße war's. 1,8 Kilometer und Frosty ist falsch gefahren. Ja. Vielleicht schaffe ich das noch einzuholen, ich weiß es nicht. Nein, ich schaffe es nicht mehr. Eindeutig. Boost vielleicht, ja, keine Ahnung, ja. Tickdown ist super. Siebter Typen sind, weiß Gott wie weit vorne. Nee, naja, war klar. Es ist echt kacke. Ich fühle mich so schlecht. Also, wie ich irgendwie, weiß nicht, mein ganzes... Ich will es mal jetzt gerade mal als Talent ausdrücken. Oder mein ganzes Gaming-Repertoire hier jetzt gerade mal alles in den Keller gegangen ist. Auch wie ausgelöscht irgendwie ich irgendwie anfängermäßig rumcruise. Verstehe nicht. Keine Ahnung. Obwohl, ich muss sagen, die ganzen Spiele, wo ich jetzt bis jetzt so. Ja. Sag ich mal, aufleben und so, habe ich auch vorher dann meistens, also die weiß nicht, ein Teil davon. Die Burnout habe ich schon komplett ohne Kommentare durchgespielt. Und natürlicherweise war ich da ziemlich Bombe drin. Ich will es nicht auf dieses Kommentieren drücken, aber vielleicht ist es wirklich so. Ich will es eigentlich gar nicht darauf schieben, ganz ehrlich, will es auch gar nicht. Weil ich mache das schon eigentlich so lange, schon seit 3 Jahren und fuck. TikTok kassiert, was war da kein TikTok kassiert, dazu ehrlich nicht, nie im Leben. Naja, mache das eigentlich schon seit 3 Jahren und ja, Dutzende von Videos produziert, ich weiß nicht, ich bin schon fast auf 1000 Videos, glaube ich mal, komme ich. Das sind echt, das ist auf meinem alten Kanal, also den ersten Kanal, dann noch den zweiten Kanal und so weiter. Und den jetzigen komme ich knapp an, ja, knapp die 1000 Videos, denke ich mal.
Nach 3 Jahren, okay, kann man auch nicht genau 3 Jahre sagen, weil ich viel Pause hatte. Ich glaube, davon hatte ich mindestens gefühlt, gefühlt 8 Monate Pause. Locker. So wie Computer am Arsch, 2 Monate Pause. Aufnahmegerät war nicht da. Da war dann locker 4 Monate Pause. Dann die letzten waren nochmal 3 Monate, sind wir bei. Ach Gott. Okay, wenn man wirklich ehrlich ist, dann kommt man auf 3 Jahre. Kommt auf 2 Jahre. Gamezeit, also Let's Play-Zeit. So, wir machen noch eins. Keine Ahnung, wo ich bin jetzt gerade reingefahren. Auf jeden Fall gleich umdrehen, Leute. Diesmal verkacke ich es nicht. Diesmal nicht. So, fahren da schön entlang. Da vorne kommt auch gleich eine Tankstelle. Da schön rein mit dir. Weiter boosten. Dann durch die Abkürzung, nur durch die andere Stadium-Abkürzung, also Baseball-Stadium-Abkürzung, obwohl die ein bisschen tricky ist, weil die so eine kleine Einfahrt auf der anderen Seite hat. Auf der anderen Seite nicht. Hier, schön entlang. Wir sind immer noch Vierter. Nicht gut. Ausweichen, da vorne Kompass, Achtung, Auto hinterher. Ein Taxi war's. Und jetzt abwarten. Ein bisschen vom Gas gehen und dann einbiegen. So, boosten. Boosten. Nochmal Abkürzung. So, und in Führung liegen wir. So geht's doch ganz gut. Nochmal durch Tankstelle. Boost schnappen und hoch. Boost durchten. Durchten. Haha. Boost durchten. Und dem Ziel. Geht doch. Warum nicht gleich so? So, und wir haben jetzt noch 13 Siege noch auf uns und ein Auto. Vorkurft gerade durch Paradise City. Zieh ihn aus dem Verkehr, um ihn zu deiner Flotte hinzuzufügen. Ja, der Takedown 4x4, der wartet auf uns. War es ein Hunter, glaube ich mal. Und das heißt für uns, Market Man und Road Rage. In der nächsten Folge. Also, Leute, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.